Na gut, dann eben nicht. Herzlich willkommen zur ESL Thinkfast Razor League, der dritten Gruppen, des dritten Truppentages der Gruppen Stage. Dieses Mal das zweite Spiel in der Gruppenphase zwischen, das zweite Tier der Gruppenphase, das erste Spiel zwischen Tiny Team und Genuine Dota. Das erste von zwei im Best of Two. Aber das zweite Spiel für heute, für diesen dritten Tag der Gruppen Stage von fünf. Also noch nächstes Wochenende und dann geht's in die Playoffs. Es wird bestimmt ganz spaßig und bis dahin funktioniert dann auch bestimmt das Overlay. Nerv. So, wir haben Standard Bands und Standard Picks. Genuine Dota, Ogre Magi, Scarif Mage, Legion Commander als zweiter Pick. Noch ein bisschen was anderes. Genuine Dota könnten hier mit dem Void gehen oder mit einem Jakiro gehen oder mit einem Centaur Warrunner gehen. Je nachdem, was sie wollen. Scarif Mage, Legion Commander, eine schöne, einfach zu abzuziehende Combo und frühes Legion-Duells in den Scarif Mage in die Legion Commander reinzugeben. Jakiro, wie gesagt, haben sie gepickt, habe ich ja gesagt, ist guter Push, guter Damage, guter Control. Kein Titan, das stimmt. Deshalb wird er auch dementsprechend gebannt und wahrscheinlich Centaur Warrunner ist nicht fern, zumindest für Genuine Dota zu bannen, denn das ist auch noch eine der Kombos für Scarif Mage, das dann halt auch jeweils immer eine dazwischen ist. Muss nicht unbedingt ein Centaur Warrunner sein, denn Scarif Mage hat sowieso nichts als Support nichts anderes zu tun, als hinter Legion Commander herzurennen. Von daher brauchen sie da keinen zweiten Setup. Bei Genuine Dota haben sie so viel, was da noch kommen könnte, von daher. Keine Ahnung. Starke Bands sind noch viele. Centaur Warrunner ist halt ein starker Held, deshalb kann er durchaus noch gebannt werden, besonders wenn wir noch keine Offlane haben. LC kann man Offlane spielen, aber weiß ich nicht, war nicht so erfolgreich das letzte Mal, wo ich sie gesehen habe. Ja, Void, klar. Wäre zu immer mit dem Jakiro zusammen. Und ich glaube, dann wird es ein bisschen schwieriger mit den Bands. Ich habe lange keine Mirana mehr gesehen. Vielleicht wird das dieses Spiel sich ändern. Bin ich mir nicht sicher. Wenn in Dota haben eine Draw mit Scuddy gefordert, aber glaube ich auch nicht, dass es so wahrscheinlich ist, das dazu geben. Und außerdem war es eher Drolling. Wie gesagt, wenn ich keine Ahnung habe, was sie bannen, dann haben sie auch keine Ahnung, was sie bannen. Brauchen ein bisschen Centaur Warrunner. Als offensichtlicher Bann haben sie lange gebraucht. Vielleicht war ich ein bisschen schneller. Nein, Quatsch. Ja, Centaur Warrunner, okay. Jetzt weiß ich aber nicht mehr. Scrave King. Oh, kommen wir mal bannen. Und Magnus. Für Tiny Team. Kommt eine PA? Es könnte eine PA noch geben. Zusammen mit noch einem Support. Was von Witch Doctor zu... Ja, Witch Doctor. Wenn sie Combo-Combo-Land gehen wollen, picken sie Witch Doctor PA. Für AP und dann PA. Ja gut, eigentlich braucht man nur PA für die AP. Hilft nichts. Mal schauen, ob Genuine Dota das irgendwie counterpicken wollen, indem sie eine PA wegpicken. Aber eigentlich... Weiß ich nicht, es ist halt auch keine Combo, die so wirklich imbar ist. Weil sie muss halt auch funktionieren und... Ja, mehr zwei Leute in die AP zu bekommen, ist halt eh so eine Sache. Ist nicht so ganz einfach. Mit einer Battlefield und einer PA kriegt man sowieso meistens einmal Cleave auf irgendeinen Helden. Weil irgendwo ist halt der Teamfight. Von daher weiß ich nicht, ob die AP... Es ist halt mächtig, wenn sie trifft, aber eine AP ist mit allem mächtig, was sie trifft. Oder keine Ahnung. Kommt ein Overwhelming Odds rein und dann ist halt auch schon genug Damage. Und ein Clockwork für Genuine Dota. Nice. Das ist schön zu sehen. Außerdem... Weiß ich nicht, inwiefern das doch sinnvoll sein könnte mit der Legion Commander. Aber auf jeden Fall ein sehr guter Pick gegen Scarif Mage. Denn Blade Mail macht aus der Mystic Flare sehr, 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 sehr schnell einen sehr, sehr, sehr toten Scarif Mage. Ja, Treads, Blade Mail. Oder Treads, Bottle. Oder Bottle, Treads, Blade Mail. Ist vielleicht jeder... Way to go, je nachdem, wie viel auf die Runen Wert gelegt wird und wie viel auf Solo-Kills Wert gelegt wird.
Wird wahrscheinlich auf den Legion Commander treffen. Magnus könnte offline in der Mitte gehen, ist Mitte wahrscheinlich besser aufgehoben, aber irgendwas auf die Offline muss halt sein. Wenn sie mit einer PA gehen, was eigentlich die offensichtliche Kombo damit ist, dann wird PA in die Mitte, Magnus Offline, Legion Commander, Skywrath Mage Safelane zusammen mit einem weiteren Support, der irgendwas in dem Land anfangen kann. Am besten irgendwas, was. Was Kontrolle macht. Sowas wie ein Rubik. Clockwork freut. Also. Er freut sich sehr über Clockwork. Skills, Vegikiro Skills, Ogre Magi. Geht so ohne Multicast. Aber immerhin ein Sun und ein Slow und Bloodlust. Und ist auch ganz gut gegen Clockwork, um halt aus den Cox rauszuwerfen und sowas. Ist dann. Ja, schon ein Konterpick irgendwie, aber wenn auch. Jetzt nicht so groß. Also es ist halt nicht so ein Konterpick wie ein Abaddon gegen einen Batrider oder eine Venge gegen einen Faceless Void oder so. Sondern mehr halt so klein. Weil ja, Cox sind mächtig, aber Hauptsache die Initiation mit Hook und Battery Assault sind beim Clockwork entscheidend. Weil halt erstmal drin ist, aber dann in den Cox halt selber noch drin ist, ist dann halt die andere Sache. Ist für Solo-Kids interessant auf der Lane. Doch durchaus wichtig, besonders um First Platz zu vermeiden, wenn ja, ein einzelner Support in Cox gefangen ist. Aber so generell halt nicht genug, um als Konter definiert zu werden. Denn in Dota lassen sich hier sehr Zeit für den nächsten Pick. Sie müssen sich jetzt halt auf den Core entscheiden. Mitte oder Safelane Carry wird entscheidend werden. Für Push ist es halt schwierig. Für Kiro könnte man noch pushen, aber Rubik, Magnus, Scarlet Mage haben doch guten Anti-Push. Abgesehen auch von der Legion Commander, die mit Overwhelming Odds durchaus Creep Waves snipen kann. Dementsprechend hier wahrscheinlich Push nicht so eine gute Idee. Und aber so langsam läuft die Zeit aus, 5 Sekunden noch. Müssen sich hier für irgendwas entscheiden. A oder B, A oder B. Und B. Fuck. Ist auf jeden Fall, wenn gegen Magnus antritt, eine sehr gute Sache. Wird immer noch Idee, eine PA Mitte zu stecken, die, glaube ich, okay gegen Puck ist, aber halt auch, also, sie wird Puck nie töten können. Und Puck wird eigentlich okay sein. Von daher wäre vielleicht eher was in der Mitte besser, was dagegen was machen kann. Obwohl PA als auch Magnus wären da sehr, sehr ineffektiv. Die Dota sollten jetzt hier auch die PA bannen, weil es ist eine offensichtliche Kombo. Dass jetzt schon der Rubik gepickt wurde, ist halt seltsam. Aber ich glaube trotzdem, dass man die PA hier bannen müsste. Würde ich halt einfach mal sagen. Oder sie lassen sie halt gehen und sagen, come at me, bro. Nach dem Motto. Ah, Ember. Ist auch eine gute Sache. Mit Battle Furies kann man da auch was mit der AP machen. Wäre auch eine gute Mitte. Aber mal schauen, ob das jetzt hier noch ein Offlaner wird, wo halt nicht mehr wirklich viele im Pool sind. Oder ob sie die SC offline picken und noch einen Carry picken. Haben noch ein paar Optionen, wie sie es machen wollen. Aber ich weiß nicht. LC wäre, glaube ich, Core besser. Denn eine frühe Initiation, besonders gegen Puck, wäre doch sinnvoll. Und auch ein Clockwork macht halt nichts, wenn er geduldet wird. Sonst, wenn er schnell geduldet wird. Und der Damage ist halt draußen. Oder der Damage kann von Rubik's Scarlet Mage schon gefahren werden. Sonst ist Scarlet Mage auch vor Level 6 ist die Mystic. Ist die Arcane Bolt schon ein ziemlich starker Spell. Besonders wenn danach ein Ancient Seal kommt, Ancient Seal Slow, kommt er halt auch nach dem Duel nicht mehr weg. Und es wirkt gut für eine Initiation vor Level 6. Nach Level 6 hilft halt nur noch das Blade Maven Clockwork. Selber halt für den Puck. Besonders Puck ist halt sehr, sehr anfällig gegen das Duel, deshalb sollten sie vielleicht Legion Commander Core stellen. Und okay, Magnus Mitte und eine Nature's Prophet für die Offlane. Magnus Mitte hat halt das Problem, dass Skewer und Shockwave nutzlos gegen den Pack sind. Der das Ganze einfach face-shiftet. Aber dennoch hat immer einen Escape. So, für den Magnus. Aber trotzdem wird er eine sehr, sehr schwierige Zeit gegen Pack haben und wird wahrscheinlich das ähnlich in Offline spielen müssen und sehr stark auf Shockwave relyen müssen, um Creeps zu clearen. Prophet auf der Offlane gegen Jakiro, Ogre Magi und ein Carry wird hart. Mal schauen, was das für ein Carry ist. Spectre, Luna, sowas in der Art. Luna könnte ich mir vorstellen, weil es mehr Action ist, aber Gyrocopter geht auch. Und das wird Nature's Prophet. Das wird hart. Stun, Stun, Damage, Damage und Rocket Barrage. Wird relativ böse, solange irgendjemand Tangos dabei hat. Geht's wahrscheinlich noch.
Tja, Magnus. Magnus, Magnus, Magnus. Magnus. So. Na dann. Schauen wir mal, ob ich richtig lag. Du schickst deine Tridents aus auf dem Nicious Prophet. Pitbull und Killmot supporten das auf dem Skyrath Mage und Rubik. LeBron ist ursprünglicherweise der Midlaner, von daher, ja, yep, gebaut für die Midlane. Und Mijak auf der Legion Commander ab als Carry. So, dann dagegen haben wir Genuin mit Zu auf dem Carry Gyrocopter, Bierman Pick auf dem Jakiro, Jydra auf dem Ogre Magi, Infernal in der Mitte auf dem Pack und zu guter Letzt Zugraf auf dem Clockwork auf der Toplane, der auch schon eine schöne Ward gestellt hat. Eventuell ein bisschen zu nah da dran sein könnte, um hier das Camp zu blocken und es ziemlich offensichtlich machen, dass da geblockt ist. Ah, das erste Treant steht schon. Wo ist der zweite Treant? Da unten, okay. Scoutet also, wo die Leute hinkommen, wo vielleicht die Wards gesetzt werden. Wer noch Wards hat. Sollten wir vielleicht hier hinstellen. Um halt zu sagen, hier, nevermind. Um halt zu sehen, wer hier runterkommt. Und wer dann im Endeffekt wieder hochkommt, mit oder ohne Wards. So, die zwei Ward-Spots sind halt mal hier und hier. Dementsprechend muss er jetzt auf jeden Fall da die Vision haben, um zu gucken, auf welchem von beiden es ist. Wenn man schon die Treants hat, kann man immer noch gucken. Es sind noch 14 Sekunden Zeit, sollte reichen und sollten auf jeden Fall so sein, dass er aggressiv damit spielen kann, ohne dass sie denied werden. Eventuell ist es aber eine Rocket Barrage nötig, 90 Mana ist halt viel, aber könnte eventuell 18 Gold benutzt werden. Oh, ein Bett-Symbol auf der Karte. Nice. Hui. Ein toller Kreis. Ja, erstmal noch ein bisschen Pause. Das ist ein TT gegen Genuin. Wir haben die Results-Page in dem Ranking. Schauen wir mal. Wir haben in der Gruppe C Genuin auf Platz 2 und TT auch auf Platz 2. Beide haben gleiche Punkte, aber Genuin hat halt erstmal den Deathwind zum... Nein, also das eine Spiel noch nicht gespielt. Haben halt ein Match gemacht und das gewonnen. Das eine davon haben sie halt ausgesetzt, genau. Das war der Punkt. Dementsprechend sind sie hier beide... Nee, TT hat schon eins verloren, so. Gegen Ryze, soweit ich das gesehen habe. Dementsprechend... Jo, entweder verliert jetzt Genuin ihr Game und geht hinter TT oder Genuin gewinnt das Game und geht auf Platz 1 auf die gleiche Stufe wie Ryze Gaming. Daher, für Genuin ist es wichtig und für TT ist es halt auch wichtig, dass sie den Win rausholen, weil sonst wird es schwierig, im Endeffekt noch auf Platz 2 zu kommen. Das ist so die Einordnung, wie das da aussieht von der Wichtigkeit her. Ich habe Black Spikes, okay. Naja. Mal schauen. Ansonsten. Tja, go, okay. Finally. You have my gratitude. 30 Seconds to battle. Mal schauen, ob sie hier Blindwards finden. Glaube ich aber nicht. Wie ich halt eben anzeichnen wollte, hier ist halt die Sache, ob hier geblockt ist oder nicht. Könnte durchaus der Ward blocken und dann ist es halt offensichtlich, wo es steht. Aber okay. Dann kannst du auch blind machen. Oder nach 2 Minuten Pause halt auch einfach im Stream gucken. Hm. Also einfach Spectator gucken. The battle begins. Ping, 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 ping. Ganz viele Pings, ganz viele Pings. Aber Clockwork kriegt hier uncontested die Illo-Rune. Okay. Könnte bei Camps blocken oder könnte hier auf jeden Fall blocken. Das sieht so aus, als wäre das eventuell der Plan. Da muss ich aber bei. Hinweil die Treants. Der eine schützt sich an, da
blocken. Die anderen versuchen die Wave abzuschneiden, aber finden nur einen Range Creep, immerhin. Und auch hier das Camp ist geblockt. Von daher beide Offlaner aktiv dabei, die Camps hier zu blocken. Und die Elo lässt er noch ein bisschen stehen, sind noch 30 Sekunden. Also wenn er das noch ein bisschen microed oder microed hätte, dann hätte die vielleicht sogar noch überleben können. Aber dafür gibt es einfach die zweite Elo. Ja, sollte überleben, glaube ich. Weiß ich nicht. Aber hier unten, Nature's Prophet kriegt hat schon einigen Damage. Hat einfach das Problem mit dem Jakiro. Vielleicht, ja, jetzt hat er die Elo leider vergessen zu micro und jetzt ist das Camp trotzdem geblockt worden. Micro hat zu Crafter so ein bisschen passt. Aber jetzt hat man nicht das Prophet, das könnte ein Problem sein. Aber kein Ice Path auf Jakiro. Und Rocket Barrage geht ins Leere, aber Rocket wäre da. Aber wird nicht eingesetzt. Weiß ich nicht ganz warum. Weiß ich nicht ganz warum. Aber. Ich hatte eh gesagt, okay, es bringt nichts aus, ihn weiter rauszuzonen. Und im Prinzip, wenn er hinter dieser Linie ist, dann kann er sowieso hier nicht wieder rein. Und muss einmal drumherum gehen und das reicht. Oben, Clockwork. Versucht noch so ein bisschen Mana zu ziehen. Ah, aber jetzt auch Killmod kommt da rein. Und kommt auch leider nicht. Der Lift ist nicht genug dafür. Beide ein bisschen Mana abgezogen. Auch schön. Ich meine, was ist 80 Mana? Ja. 80 Mana auf 1. Das ist schon relativ viel. Oh, Infernal ist nicht so gut im Face Shift anscheinend. Nicht so gut ist. Und dementsprechend haben wir Magnus auf 11-4 gegen Rubik, gegen einen Pack, der gar nicht so gut dabei ist auf seinen Last Sits. 9-2. Gut, sind zwei Last Sits weniger, aber. Naja. Auch Nature's Prophet hier musste komplett zurück zur Base. Muss erstmal healen. In der Zeit geht er halt richtig viel Damage in den Tower. Und ein Jakiro auf der Lane, auch als nur als Support auf Level 1, macht halt mit Liquid Fire schon relativ viel Tower Damage. Und diese Rocket. Die Rocket fängt an zu nerven, besonders für den Prophet. Wird wahrscheinlich auf einen 2-2-Bild gehen. Oh, und jetzt hat der Urgang gefunden. Das könnte unser First Blood hier sein. Sollte sein. Ja, First Blood von Zu. Wir mussten hier relativ weit diven, aber war schon okay. Auf der Top-Lane könnte jetzt hier der Clockwork down gehen. Ja, Legion Commander ist da drin, ist auf jeden Fall schon mal gut. Aber auch die Cox laufen wieder zu. Legion Commander könnte schnell sein. Ah, der Lift kommt. Und das besiege das Schicksal von Zugraf auf dem Clockwork. Rubik holt sich den Kill. Somit 1-1. Auch wenn hier der Support nur den Kill bekommen hat, anstatt der Carry. Aber verliert hier auch nichts. Und hier könnte unten Nature's Prophet wieder gefunden werden. Stun ist draußen. Der ist draußen, das sollte ein Kill sein. Ja. Brauche sich jetzt vorzumachen. Ogre Major holt den Kill 2-1. Auf den Offlane ist was los. Muss man schon sagen. DT versuchen hier auch ein bisschen zu pushen. Aber haben wir natürlich nicht so gute Werkzeuge dagegen. Wie so ein Liquid Fire natürlich. Das vielleicht jetzt langsam auf Level 3 kommt, ja. Also Level 3 Jakiro, dementsprechend Level 2 Liquid Fire. Wenn er nicht einen Ice Path nehmen will, was eventuell tatsächlich. Ne, nimmt er nicht, aber es hätte gegen den Nature's Prophet durchaus sinnvoll sein können. Nämlich einen Ice Path kann man schön in die Bäume reinschicken, dass der Teleport unterbrochen wird. Aber hey, nach 2 Kills vor 4. Pre 4 Minuten muss er halt sowieso in den Dschungel. Daher hat er gesagt, hier, Liquid Fire bringt uns mehr. Und kann ich auch zu 100% unterstützen. Mal schauen, Scarlet Mage versucht den Pull, aber die Creeper ist halt noch da. Und schafft es tatsächlich, aber die Creeps könnten nicht so drehen. Ne? Schafft schön den Pull. Und hier wird auch aufgepasst vom Rubik, dass da nicht von unten auch XP gestealt wird. Außerdem hat Clockwork leider keine Vision da. Könnte es zwar sehen eigentlich, dass die Creeper weggezogen wurde, hat sie auch gesehen. Aber trotzdem. Kriegt keine XP davon. Mittlerweile haben wir Magnus, der halt weiterhin mehr farmt als der Pack. Wird doch interessant ist eigentlich. Aber gut. Prophet kommt jetzt auch wieder rein. Denkt, dass er was machen kann, ist out of mana. Muss halt aufpassen, weil er wird halt einfach gestunt und geslowt und noch mehr geslowt und ist zwar keine Rocket Barrage, aber es reicht ja doch so. More feeds, please. Kommt eine Rotation, aber nur so ein Rubik, der ist ganz alleine. Sollten sie jetzt, drehen sie jetzt um und kriegen wahrscheinlich einen einfachen Kill.
Stun ist da, Breath ist da und Killmod geht hier auch down. Das ist bitter, jetzt kommt der nächste Rotation, aber Clockwork könnte eventuell weg sein, nein. Magnus versucht ihn da bis Weg zu schneiden, aber gut gesehen hier von Su, dass er da rumgeht, aber es gehört einfach da rum, aber weicht sogar der Stockwerk aus. Könnte jetzt hier Turn sogar einfach. Lass sich, ha, easy. Aber auch schön, dass er halt da die Healing-Serve genommen hat. Um halt auch gar nicht in die Chance zu kommen, noch für einen Shockwave gekillt zu werden. Lauf, Pack, Silence, aber ist jetzt auch schon wieder vorbei und jetzt kann er halt geturnt werden. Der Prophet geht nicht so weit. Versucht hier auch auf den Scarf-Mage zu kommen, nein. Haben relativ wenig Damage dafür, aber kriegt trotzdem Prophet down. 5:1 für Genuine. Die hier im Early Game richtig loslegen. Das Prophet hat eine richtig böse Zeit, ist jetzt 0-4. Oh Mann. Der Arme. Der oder die Arme. Das Prophet hat es nicht leicht. Hat aber auch teilweise die Lane vollkommen unterschätzt, was sie so an Möglichkeiten hat. Und dieses TP war, naja. Haben sie nicht den. Nee, die haben den Gyro nicht da drin gesehen, ne? Haben den Gyro gesehen, haben nur den Puck gesehen und dachten, wir holen sich den Puck, aber der Peak war noch nicht rechtzeitig da und schon kam der Silence. Und Scarlet Mage. Das TP war drin und dann war der Silence schon wieder vorbei. Daher war das ein bisschen optimistisch. Rubik pullt ein bisschen für den Prophet. Auch optimistische Stacks. Naja. Prophet ist hier wieder. Könnte es diesmal mal wieder ein Problem bekommen. Aber hat halt die Vision, den Vision-Vorteil. Und es fehlt halt auch das dann. Also, der Helikopter hat halt einfach noch keinen Mana, um die Rockets zu supporten. Dementsprechend skillt er sie auch nicht. Wäre halt durchaus hier die Möglichkeit gewesen, einfach zu sagen, du kommst nie wieder weg. Weil die Rocket wäre einer der ultimativeren Kontern dagegen. Jetzt allerdings ist der Silence ganz gut, aber Skewer Mist, oh Gott, das drückt er halt einfach weg. Silence und schönes Orb. Und weg ist er. Schön gemacht, aber halt auch ein Fehler vom Magnus hier, bis das Skewer nicht getroffen hat. Jetzt kommt der Hookshot ein. Schöne Cox 2, Leute. AP ist draußen, aber es hilft natürlich auch nichts. Ah, AP ist zum Glück auch nur angefeckt für Magnus, dass er die da nicht verliert. 3 Sekunden auf den Sidelines. Schöner Hook hin. Perfekte Cox. Schön getroffen. Und dann war es halt noch eine Sache von Skills. Zweite Tower wird jetzt hier gepressured. Mit dem Liquid Fire auch richtig gepressured. Hilfe genutzt. Das wird noch eine Creep dauern, bis der Tower fällt. Leider ist das Katapult damit gegangen. Aber weiß ich nicht, ob sie das jetzt wirklich da in alle reinfighten wollen. Mit einer AP, die noch auf Cooldown ist, nicht. Von daher, also die noch, ja, off Cooldown ist. Tja, Last Hits, es ist zwar TT weiter vorne, aber spieltechnisch her, die Frage ist halt, was die Legion machen kann, wenn sie halt online kommt. Das ist halt so die Sache. Ja, schön gerochen hier, Legion Commander TP raus. Das Prophet wird nicht gesehen. War sehr, sehr knapp vom Smoke, aber jetzt werden sie ihn sehen. Und Stun, Slow, Ice Blast. Ja, tja, tja. Ja, war halt bitter, dass sie ihn da gefunden haben, Smoke. Genau gepasst. Und jetzt könnten sie eventuell hier noch ein Problem bekommen. Hookshot ist nämlich auf Cooler, aber sie gehen hier nicht weiter. Wäre hier durchaus was. Aber ich glaube, das könnte engage. Clockwork bereitet sich halt so darauf vor. Pack ist halt hier, hat eine DD-Rune, das könnte böse enden. Und ja, jetzt wird die DD-Rune eingesetzt. Aber da ist die AP. Und es reicht tatsächlich, um den Pack zu holen. Und ein schönes Skewer da rein. Aber die Frage ist, ob es reicht. Das sieht nicht der Fall aus. Eispath zu kurz. Bottelt sich hier hoch. Cox sind gleich da, aber ja, ist auch der Gyro da. Cordon ist vorhanden. Direkt eingewendet, um auf den Skywrath Mage zu gehen. Aber der nur einen davon abbekommt. Multicast leider auf dem falschen. Kommt hier auf das Ignite. Das macht einigen Damage. Clockwork Rocket wurde geschossen. Und da kommen sie alle nochmal irgendwie mit sehr, sehr low HP weg. Außer der Pack, der halt schon vorher umgebracht wurde. Ja, alles relativ knapp.
und sagen, aber Genuine lässt er nicht los. Bottle geht doch lieber da hier mit der auch mit der Salve ran. Einfach um jetzt die Zeit zu nutzen und zu pushen. Wir werden den Tower hier bekommen. Die Treens sind dann dran, um es zu denyen, aber es sieht eher nicht danach aus. Okay. Ja, perfekt gemacht und viel zu greedy für Genuine. Die mal wieder das Ganze sicher hätten spielen können, die Queens holen sollen. Aber über Panic versuchen, den Tower unbedingt schneller umzubringen. Und dann schön vom Prophet outplayed wurden. So, Clockwork wartet auf die Initiation oben. Toplane könnte hier durchaus die Legion Commander Erkenntnis machen. Aber das Problem ist, dass Ogre da ziemlich scheiße steht. Aber er kommt hier da rein. Wir können hier die Legion eventuell downbringen, aber die macht ziemlich viel Damage. Aber es reicht halt auch nicht ganz. Ogre wird hier low, aber dafür musste leider... Für das Low bringen musste der Prophet zu lange da stehen und wurden sie ziemlich gepunished dafür. Ja, ab hier ist wieder auf Cooldown. Bald auch schon ein Blinkdagger. Blinkdagger-Timing für Magnus ist ziemlich gut, weil er halt auch zweite im Farm ist. LC jetzt auch das umgebracht. Das sind auf jeden Fall die Dinge, die Genuine tun muss, um zu gewinnen. Denn das war halt so das Einzige, was TT noch hatten, nämlich mehr Farm. Und wenn das jetzt halt auch unterbrochen wird von Toten und der Gyrocopter da halt weitermachen kann, der auf dem 1300 bis zum BKB ist. Ah, okay, das war ein optimistischer Cooldown. Vielleicht hätte man da erst die Rocket schießen sollen. Eben besonders, weil das auch relativ einfach wäre, auf die Rocket zu warten. Und die sind doch relativ lang dann, einfach seinen Cooldown zu platzieren. Nun gut, Genuine farmt noch ein bisschen. Duel und Gyrocopter alleine. TT versucht den Dschungel noch zu nutzen, um halt damit was zu bekommen, weil auf der Bottomlane war gerade nicht so gut zu farmen. Und die Toplane versucht ein bisschen abzuhalten den Push, der aber nur etwas zaghaft reinkommt. Aber jetzt mit den drei Supports da und einem Hook auf Cooldown könnte das durchaus jetzt was werden. Blade Mail ist auch da. Was auf jeden Fall gegen den Scarif Mage hilft, der noch nicht ganz Level 6 ist. Ja, Rotations kommen rein. Magnus, der es halt auch kriecht. Und zum ersten Mal sitzt hier sein Blinkdagger benutzen könnte. Ist tatsächlich gar nicht mehr, wenn Magnus hier wartet. Nein, wartet er nicht. Geht vorher rein. Und schöner Skewer da rein. Und jetzt kommen Master Piece. Die Frage ist, Legion Commander überlebt das? Scheint es zu überleben. Shakira geht hier down. Hook ist da, Dreamcall auf 2, aber es reicht wohl nicht ganz. Zwei Leute sind schon tot von Genuine. Prophet TP rein, findet hier noch den... schön gemacht, und Scop... Ja, kriegt es tatsächlich hin, kriegt die Killing Spree von Clockwork noch down. Ich dachte, er würde sprouten, aber macht über seine Treens. Und Clockwork TP'd einfach raus, aber der Damage war halt noch genug. Vielleicht vorher mit Blatman hätte er noch ein bisschen was Return Damage machen können. Wäre durchaus das Gareth Mage möglich gewesen, hier zu sterben. Aber Master Piece kommen, die Frage ist halt, ob es springt. Oh, das war eine schlechte Zeit für ein Duell, aber es reicht noch. Schöner Ice Path auf jeden Fall. Das könnte die Legion Commander austicken und ja, Legion Commander tickt aus. Follow-up an sich sonst ist aber nicht vorhanden. Locker in 10 Sekunden hoch, könnte hier vielleicht im nächsten Mal wieder... Wird danach wieder online sein. Was mir auf jeden Fall ganz gut gefällt... Hier ist, dass der Clockwork prinzipiell immer Aktionen macht, wenn auf Cooldown ist. Oben hat jetzt nicht funktioniert, weil der Magnus das ganz expected hat. Und richtig schönes Positioning hatte. Aber ansonsten, immer wenn der Hook auf Cooldown ist, geht's irgendwo hin. Außer jetzt, gerade in der Mitte. Wird halt auf Support noch ein bisschen gewartet. Mark holt sich die Bounty-Rune und... Powerjets muss man auch noch farmen von, als Clockwork, von daher... Muss er hier noch ein bisschen farmen. Ansonsten relativ passiv ist. BKB für Gyrocopter jetzt fertig. 15 Minuten, ziemlich gutes Timing. 3-0-2 halt auch. Networth ist er halt eben auch ganz oben. Jetzt versuchen sie einfach mal mit Force. Okay, BKB ist Timing, das heißt ab dafür.
Smoked ist auch. Und also eine Legion hier drin. Ups, da hat sie nicht mitgerechnet. Wird ziemlich schnell geburstet. Cordon ist da. Und Winner für Pack. Das will man eigentlich nicht haben. Und auch Scarlet Mage war sehr, sehr schnell down. Finden hier eventuell den Rubik, aber zu weit weg. Wollen dann nicht overextenden. Das, obwohl sie Prophet auf der Bottomlane sind und in der Mitte auch einen Magnus haben, der kein TP hat. Aber das ist ihnen anscheinend nicht aufgefallen. Ogre TP't in die Mitte, macht ein bisschen Damage auf den Ogre Magi und sie sagen hier, okay, ein bisschen Damage auf den Magnus. Und sagen, sie kriegen den Tower auch so. Sieht so danach aus. Sonst war rein TP'n ist nicht so gut, weil der Cooldown aufkommt. Ist auf Cooldown, aber weiß nicht, ob sie da so mitschreiben. Tja, 14 zu 6. TT hat ein bisschen den Kills aufgeholt, hatte eben. Aber die Tower sind halt immer noch richtig doll in favor of Genuine, die jetzt TT alle Außentower abgerissen hatten. Mal daneben. Und jetzt hier so ein bisschen die Map-Control übernehmen. Ja, gesmoked ist. Und jetzt schauen wir mal, ob Magnus und Skywrath Matches finden. Auf jeden Fall die Combo, die dann mit der Mystic Flare auf jeden Fall, wenn sie einzelne Pickoff finden, durchaus mit Apida was machen können. Rubik ist hier und Legion Commander ist hier. Mal schauen, ob Benjamin denkt, okay, die sind hier zu zweit, lass mal reingehen. Aber sind sie zu viert und auch TT. Gehen jetzt hier aggressiver vor. Aber schöne Map-Awareness. Und sie wissen halt auch die Worte, okay, wir wissen genau, wo wir sind. Geht auf jeden Fall weg. Prophet muss noch im gegnerischen Jungle farmen. Auch nicht so dolle für ihn. Aber naja, jetzt ist es auf Genuine Seite. Sagen sie, okay, wenn hier die Ward war, heißt es, dass wir wohl danach eher keine Wards haben. Und gehen einfach mal gucken, was sie so im Dschungel finden. Sie hat Dagger. Ah, aber zu spät die Rocket. Weiß ich nicht sicher, ob er hier wirklich den Hookshot expenden soll. Finden wir den Skywrath Mage dafür. Der mir so ein Mystic Flare noch benutzt. Zwar ins Blade Mail, aber hey, wenn man schon tot ist, dann ist der nicht mehr so wichtig. Die Trades könnten allerdings der Bottom Tier 1 Tower sein. Aber Rotations kommen rein zu zweit. Und Damage rein. Und jetzt müssen alle Leute rausgehen. Mal schauen, nicht, das Prophet geht raus. Die Rocket ist da, aber ich glaube nicht. Der Punkt ist, dass er halt einen Blinkdagger hat und da werden sie keinen bekommen. Das sehen sie auch direkt. Bonk. Aber doch nur Level 1 Rockets, wenn ich es hier sehe. Ja. Macht halt noch nicht so viel Damage. Aber Tower ist gefallen. Wurde immerhin denied. Mitte ist aber nicht so gut. Und das ist jetzt das, was TT aufholen. Und sie sind halt schon ziemlich. Ich meine, das ist auch die Stärke ihres Lineups. Von daher. Ja, 9 Punkte hin und her. Schlecht aus, außerdem, wenn jetzt die Glocke stirbt, was halt auch nicht der Fall ist. Easy Dual Damage, aber halt auch das zweite Duel, was gewonnen wurde. Ist noch nicht so viel passiert. Klar, bei 7 Kills kann noch nicht so viel passiert sein. Ja, und dann auch der nächste Tower. Somit, die Idee sind wieder even. Networth ist auch even. Und auch der Networth Graph wird sich jetzt mit dem Tower hier auf 2000 komplett runter bewegen. Und dann auch even sein. Smoked ist es, auch weit genug weg von dem Ward, soweit ich das gesehen habe. Naja, schauen jetzt Genuine mal wieder, was sie im Wald so finden. Terracopter farmt weiter, wird sich wahrscheinlich gleich mal seinen Creep holen, um zu stacken. Aber ja, okay. Der Ward hat den Kurier gesehen, damit wissen sie, dass sie gesmoked sind und im Dschungel sind. Hier mal wieder überprüfen, ob in der Mitte ein Ward steht. Nope. Hier auch nicht. Hätte man den Ward sinnvoller platziert, nämlich irgendwie hier, wo halt auch jeder gesehen wurde, aber ist jetzt ja eh ausgetimt. Jo, alles in allem. Wie gesagt, Networth ist super even, XP auch even, von daher, nach anfänglichen Schwierigkeiten von TT, besonders halt auf den jeweiligen Offlanes,
Oder beziehungsweise, ja. Auch die anfänglichen Schwierigkeiten von Chu, der jetzt bei 0,6 ist. Glaube ich, ist TT wieder richtig im Spiel. Und Genuine muss ich jetzt nochmal gucken, dass sie halt nicht so viel abgeben durch solche Pickoffs. War natürlich doof, dass sie das genau hier rechtzeitig dann in den Tower Ring, in den. Wollte rausblinken, aber. Entscheidest du dann lieber für das TP. Was sollen sie auf dem Dschungel weiteres finden? TT nutzt die Map ganz gut, farmt immer an den Stellen, wo halt gerade Farm zu finden ist. Und macht auch ein bisschen Druck. Denn wir sind darauf vorbereitet, Zugraf wartet schon so im Dschungel ein bisschen drauf. Oft ein paar Sachen zu finden. Findet hier ein Clockwork, ein Prophet. Oh, aber wunderschöne Blocks. Ah, waren zu spät, die Cox. Wunderschöne Blocks von Chu. Der halt hier definitiv zeigt, dass die 06 nicht auf seinen Mist gewachsen sind. Beziehungsweise, dass er halt Prophet spielen kann, aber irgendwie die Offlane absolut nicht für ihn war. Vielleicht musste auch erstmal ein bisschen warm werden. Ja, Scareth Mage wird hier wohl stacken. Der Killmod auch. Und die Legion Commander wird gleich das Camp wahrscheinlich nochmal farmen. Ja, für Set von Genuine wird halt auch gefarmt. Helikopter ist gut dabei. Hat auch schon seinen Yasha jetzt. Aber ein Gem ist auf der Seite von Jack Hero an. Shadowblade sehen wir hier noch nicht. Aber hier werden sie auf jeden Fall Dinge finden. Eventuell, aber apropos Dinge finden, Pack wurde gefunden. Und das ist das, was ich im Draft gesagt habe. Legion Commander mit einem Duel ist halt Packs größter Albtraum. Dann muss Pack da gucken, dass er auf den Linkins geht. Oder, ich glaube, das ist eine Side of Vice mit dem Ultimate Orb. Wird wahrscheinlich sein. Oder halt da richtig aufpassen. Mit dem Gem ist eine gute Sache, das Problem ist, sie müssen den Gem halt auch aufsetzen. So Trines zu jagen ist halt gut, aber müssen jetzt mal rumgehen und Wards finden. Sonst ist, je länger prinzipiell der Gem gehalten wird, desto höher ist ja die Chance, dass sie halt auch den Gem wieder abgeben. Denn Pickoff orientiert TT sind da richtig groß. Ach, schöner Hook und das ist ein toter Nature's Prophet. Schöner Hook, gut interpoliert, hatte da kurz keine Vision mehr. Aber auch Zugraf auf seiner Offlane. Sehr komfortabel da. Und sehr gute Plays hier. Ja, Genuine die Lane halt nur. Die Frage ist halt, wie weit sie das machen können. Und halt auch, sie haben halt eine API, die halt immer online sein wird. Die API wird immer da sein und eventuelle Teamfights sehr, sehr schwierig machen. Von daher ist es halt jetzt nicht so, dass Genuine irgendwann halt einfach zu fett wird. Besonders weil es halt ja kein so Ultra-Late-Game-Lineup ist. Oga wird schon noch stärker, aber wir haben halt Jack Hero und auch Clockwork, der jetzt im Late-Game auch nicht so dolle wird. Also der hat sich halt nicht viel verändert. Da hat er noch ein BKB und alles mögliche, aber meine Teams aber wissen halt so ungefähr, okay, es ist ziemlich even. Und ziemlich even meine ich, wow, es ist even. Und tänzeln so ein bisschen immer her. Keiner will den ersten Schritt machen. Man guckt, dass man halt einfache Pickoffs findet. Bei den Offlaner jeweils. Legion Commander. Oder auch Clockwork. Machen halt die Pickoffs und der Rest ist sehr defensiv. Hinter dem Carry her. Farmt ein bisschen rum. Und alles sehr, sehr defensiv. Im Ultralate Game würde ich das Ganze auch TT ein bisschen zustippen. Einfach weil wir noch die API haben. Wir haben viele Mystic Flares. Wir haben eine Ultimate Red. Nicht das Prophet, der jetzt auch schon sein Orchid hat. Also eher auf Pickoffs geht. Von daher, von TT ist es wohl nicht so sicher, ob sie jetzt wirklich das Late Game haben. Ein Orchid ist halt jetzt nicht so das Late Game Item. Sondern halt eher, ich will jetzt Pickoffs machen Item. Aber so Global Lineup ist jetzt auf jeden Fall besser geworden. Im Orchid. Geht hier tatsächlich rein und schönes Orchid und schöner Skewer. Aber
wird wieder abgebrochen und jetzt sind auf einmal 2 zu 3. Und das, glaube ich, geben die Leute alle ab. Eine Force Death. AP wird tatsächlich genutzt hier, um nicht wegzukommen. Bam. Und hittet. Und auch das Ende vom Magnus, der noch seine AP leider benutzt hat. Was relativ bitter ist. Denn die AP dauert länger als ihr selbst. Und das wird wohl ein Roshan. Für Genuine. Die sehr, sehr bestimmt Richtung Roshan gehen. Besonders, weil sie in die Legion haben. Mit dem Gem. Wird auch wissen, dass da nichts kommt. Und die Runde verpackt. Helfen ihn hochheilen. Ja, ein Roshan. Und klar, TT kann das nicht testen. Nachher im Wald gefahren. Ein bisschen defensiv, vielleicht ist es ja ein Smoke. Aber. Bin mir sicher halt auch nicht sicher, ob da vielleicht doch noch was reinkommt, aber. Wird es nicht sein. Daryl kommt direkt mit seiner ersten Aegis, hat er schon seinen Demon Edge fertig und geht tatsächlich auf eine MKB. Das ist jetzt schon das zweite Mal gesehen. Daryl kommt dann MKB, ich weiß nicht, müsste mich da mal informieren, was das Ganze mit dem MKB zu tun hat. Warum das so beliebt ist. Ja, okay. Grafen nochmal neu. Reset. Ich denke, er hat ein bisschen was rausgenommen, aber es sinusiert sich so ein bisschen um das Null rum. Alles nicht so. Alles klar. Der Helikopter ist halt richtig weit vorne. Da müssten sie halt entweder fighten wirklich. Oder eigentlich weiter farmen, ja. Der Helikopter ist richtig gut Late Game. Wir haben auch ziemlich gute Unterstützung dafür. Die Frage ist halt, ob sie das wirklich halt so weit gehen. Treiben wollen, weil eine Doppel-AP ist halt sowas, was. Es kann auch für einen Gyrocopter ziemlich schnell so ein Ende bedeuten. Besonders wenn Mystic Flares da sind und die BKWs kürzer werden. Ja, ich glaube, Genuine wollen Pickoffs. Die Lane pusht und da kommt auch schon der Gyrocopter näher dran. Und mal schauen, ob er vorne geht. Ja. Das könnte hier durchaus was sein, aber noch ist es ein bisschen zu kurz. Aber oh, da geht er weg. Richtig Glück gehabt, dass er da nicht reingegangen ist. Und für TT bedeutet das ein Failed Gank. Ein bisschen viel da rein investiert, aber sie haben halt auch an sich die stärkeren Cores gerade. Und ist jetzt nicht so, dass sie aufhören müssten. Genuine scheint bestimmt jetzt Richtung Toplane zu gehen. Rockets sind nicht so dolle. Um Rocket Timing her. Aber Moving Creep Waves zu treffen über die Map hinweg ist halt auch nicht wirklich einfach. Wird auch einfacher, wenn man guckt hier unten auf der Map. Okay, die eine läuft hier und die andere läuft da und dann werden sie sich in der Mitte treffen und schießt dann halt hin. Das ist so meine Taktik meistens. Aber ja, Genuine scheinen hier den Tower zu bekommen. Die Frage ist halt, wie weit sie das traden, weil beide Tower werden jetzt hier von TT angegangen. Haben zwar nicht so einen großen Damage wie Genuine und können mit Glyphen beide machen. Bin hier in Masse nach Mitte und ein TP vom Clockwork nach Bottom Lane, der natürlich aber jetzt hier nichts machen kann. Pack ist da, aber hilft nichts. Ah, Hook. Zu kurz und ein bisschen zu knapp. Aber musste es versuchen. BKB für Clockwork jetzt auch gleich fertig. Und wieder eher getradet, anstatt wirklich zu fighten. Beide Teams sind da sich nicht wirklich sicher. Beziehungsweise TT hat ja auch gerade wirklich die. Hat er wirklich den Trade in den Schoß geliefert bekommen. Alle top und sie konnten quasi. Relativ viel Damage auf den T2 in der Mitte machen und den Bottom Tower holen. Und ich glaube, einer war noch im Farmen, also es war halt relativ guter Win für TT hier. Ein guter Trade. Ja. Greedy von der LC, dass sie da noch drin ist, aber bin ich hier im Pack?
Und versucht ihn alleine zu snipen. Und das sieht auch aus, als es funktioniert. Prophet Ulti bounce da noch rein. Aber ich glaube, das bezahlt sie mit ihrem Leben. Ja. Hat auch noch mit dem Blade Mail. Es wirkt gegen sie. Ja, ob es das so wert war? Das ist jetzt so die Sache. Also kriegen eventuell oben die Trades. Aber es hat auch wieder die SCs gestorben und die Mitte wird gepressured. Und bislang sieht es nicht so aus, als ob TT gegen wirklich so einen, gegen einen Straight-on-Push von Genuine nicht fighten können. Aber vielleicht gehen sie Highground oder vielleicht tippen sie rein. Nicht sicher, was hier gemacht wird. Einfach getradet, okay. Immerhin, TP ist geforst. Um die Leute davon abzuhalten, wirklich T3 noch Damage zu machen. Aber Trades sind Trades, was prinzipiell den Nature's Prophet sehr gefällt, weil er dann mehr retten kann. Schauen wir mal die Items an. Hat jetzt den BKB fertig. Der definitiv auch braucht gegen den Pack und gegen den Magical Damage vom Gyrocopter. Und den Ogre. Und den Jakiro. Ja, BKB ist doch definitiv sinnvoll hier. Aber demnächst wäre ein escapiges Item gut. Denn sonst ist halt immer noch der Hook da. Oder halt auch einfach ständig das BKB zu forcen, ist halt doof. Eine Klopause für Jadra. Okay. Ja, Nature's Prophet wird entweder, wenn ich nicht, Necrobip gehen. Oder hier vielleicht auf den Blink gehen. Oder halt auch einfach Damage-Item gehen. Hat jetzt schon einiges an Damage, besonders mit dem Empower von Magnus drauf. Trotzdem würde noch ein bisschen Damage brauchen. Oder geht er noch auf Side, auf mehr Control. Was auch so langsam wichtiger wird, die Hexes. Initiation vom Rubik. Na. Scheint erstmal hier nicht der Fall zu sein. Haben wir jetzt einen Force Staff, aber noch keinen Blink Dagger. Jerk, Itemweiser. Schauen wir uns mal second mal die Itemsweise durch. Wir haben Gyrocopter eben mit dem AB. Huck ist auf dem Weg zu seinem Hex. Aber noch nicht so sonderlich weit. Es sei denn, dass der Kurier bringt was. Ja, nämlich sein Hex. Nicht ganz, aber okay. Hat quasi sein Hex. Jakiro auf dem Gem natürlich. Ogre Magi. Nicht wirklich viel. Ist auch noch nichts. Geht auch im Force Staff anscheinend. Und ja, Clockwork hat erst den BKB zu Ende. Dann seit haben wir Magnus. BKB zu Ende hat, vielleicht jetzt auf Refresher gehen wird. Legion Commander bewegt zum AC. Rest hat Ostefs gegen den Gyro, gegen den Clockwork. Und Nature's Prophet. Schauen wir mal. Smoke von TT. In welche Richtung es geht. Ob sie hier jemanden finden oder nicht. Ups. So. Und so. Könnten wir aber durchaus das ganze Team finden und ich weiß nicht, ob sie das wollen. Aber ja, okay. Mit der Vision können sie doch einen Pack bursten. Das ist böse. Komm hier rein. BKBs gehen an und jetzt heißt es für TT abhauen. Ich glaube, das schaffen sie auch. Wir haben doch zwei BKBs geforst und Ultis geforst. Richtig guter Fight für TT. Und Nature's Prophet rettet weiter. TT spielt das ziemlich gut. Muss man schon sagen. Crystalis also für Nature's Prophet, der mehr auf Richtung Damage geht. Maestrum und Mjolnir sind jetzt nicht mehr so wirklich sinnvoll, weil Attack-Speed hat er. Das ist das Orchid. Dann passt das. Könnt ihr auf den Gyrocopter treffen? Hm. Ups. That's awkward. Ich muss jetzt hier BKB TP'n. Und Cockpit ist nicht da. Auch außerdem ist der Damage nicht da. Also ein bisschen awkward. Der Kiro hat aber jetzt seinen Olds. Noob Monkey, stimmt, dass der Monkey King war. Oh man. Das war schon bitter, dass er da wirklich gar keinen einzigen bekommen hat.
Achso, aber BKB. Ja, okay. BKB, das geht nicht. Geht anscheinend das MKB nicht durch das BKB durch. Keine Ahnung, Mechanics. Kennen BKB hauptsächlich, MKB hauptsächlich dafür, dass es True Hit. Mini Bash und True Strike, ja, True Strike. Das ist True Strike verpasst und ansonsten wird es halt hauptsächlich nicht so gepickt. Aber anscheinend, wenn es auf dem Gyrocopter halt ständig gepickt wird, habe ich das Gefühl, dass es wohl auch für den ganzen Flakkennenschutz gilt. Oder einfach die Alternative für den Basher ist. Nicht sicher. Kloffe könnt ihr eventuell jetzt Magnus finden, aber ist halt niemand sonst da. Anderthalb Minuten für Roshan. Und jetzt könnt ihr mal gucken, ob man Magnus findet. Der jetzt hier hinter der Vision ist. Wow, ein wunderschöner Hook wieder. Den auch noch zurücktreibt, einfach, dass er. Oh. Kriegt noch gerade so die Dream Coil ab. Aber Force Death. Aber der Hex ist da und Multicast. Sieger des Schicksals, der ist noch schnell den Oblivion Staff einkauft. Ja. Panic Mode, TT wollten schnell Roshan machen, aber ist leider noch nicht da. Finde ich bitter. SC findet hier eine. Rubik nimmt sich die Invisibility Rune. Das wurde natürlich auch gesehen. Ja, Genuine dachte halt auch, dass das Roshan wird. Gucken hier rein. Binden aber nicht das Prophet. Der jetzt ziemlich schnell gebürstet wird. Tja. Return Kills. Genuine, die jetzt knapp schon 10 Kills vorne sind. Aber es ist immer noch dead even. Powers sind even. Kills sind zwar vorne, aber das sind halt auch nur Anfangskills. Die restlichen letzten Kills waren halt alle in den letzten paar Minuten. Und das waren die, die gezählt haben und die waren relativ even. Seit dem 15 zu 5 oder so. Ja, waren halt die 10 Vorsprung, hat sich nicht mehr viel dran geändert. Der Networth ist jetzt auch hauptsächlich vom Gyrocopter. Das Problem ist halt, wenn der Gyrocopter gefunden wird, ist er halt auch sehr schnell tot. Und der ganze Rest liegt halt auf der Seite von TT, die sich aus einigen Vorteilen Networth, vorwärts Networth haben. Im Gegensatz zu den Leuten von Genuine. Lassen sogar die Clockwork-Illo tanken. Das ist sneaky. Und das ist. Also meinte ich, dass Clockwork-Illo wird vom Gegner. Nein, ist sie natürlich nicht. Clockwork-Illo tankt. Sehr sinnvoll. Aber wurde gesehen. Trains kommen jetzt hier rein. Wer ist auf einmal Magnus drin und ab hier auf 3? Und der eine kommt hier raus. Shakiro finden sie. Der Rest macht BKBs an und finishen wohl den Roshan ohne sie. Das ist natürlich doof. Ab hier auf so viele und dann halt. Ja. Haben jetzt einen Shakiro für eine AP bekommen, das war nix. Aber immerhin auch zwei BKBs geforst. Oh man, da dachte ich schon, ach du Scheiße, riesige AP. Aber alle BKW und das mit Skewer kommt mir drauf. Oh, so ein Tick! So ein Tick! Das ist ein Zentimeter hier. Oh man. Ganz klar. Aber halt auch wieder ein blinder Hook. Und dafür war er schon verdammt nah dran. Wieder hier auf Aga nimmst du, okay, wenn ich die guckst die ganze Zeit treffe, dann mache ich das mal öfters. Außerdem mit den ganzen BKBs muss es halt auch öfters kommen. Der Hookshot ist halt gerade das Einzige, was sie haben. Ja. Attack-Bonuses. Wie Crit? Ich meine, nicht sicher. Aber naja, Gyrocopter hat jetzt schon. Hat jetzt halt auch schon seine Satanic. Daher wird langsam fett. Langsam richtig toll geslottet. Split Push auf der Seite von TT, aber. Jetzt müssen die TTs rein. Die TPs reinkommen. Ein TP kommt. SC versucht es noch irgendwie. Nein. Skyrath Mage versucht es abzubrechen. Eben wieder Hook. Ganz knapp daneben. Oh, aber jetzt fallen die Tower und die müssen wieder zurückkommen. TPs sind gar keiner vorhanden vom Gyrocopter, das ist bitter. Daher müssen sie jetzt hier traden.
Aber die Rex sind halt schon down quasi. Auf der Seite von Genuine. Rex down, kriegen hier die ersten zwei Kills, godlike für den Gyrocopter. Der aber hier eventuell down gehen wird. Nein, er hat noch die Aegis. Hat eine godlike Streak, aber er hat mit Rex getradet. Am Rex verloren für ein paar Kills, die nicht so schwierig waren. Und das ging nämlich das Profit. Also ich würde halt trotzdem den Vorteil hier für TT sehen. War ein bisschen klatsch, dass halt der Gyrocopter da kein TP halt bei hat. Und auch super gespielt von TT. Also sie sehen, okay. Der ist halt nun mal, der Gyrocopter ist halt einfach zu fett gerade. Mit der Flagcan holt er uns alle runter. Dementsprechend, Split pushen. Und das funktioniert gerade richtig gut. Networth ist immer noch dead even. Ach, come on. Aber Rex halt down. Und bei Rex down würde ich es mit einem Nature's Profit immer so ein bisschen den Zufall, den Vorteil Richtung Profit verschieben. Auch wenn jetzt hier keine großen Necrobooks und Blinks oder sowas da ist, um wirklich nur zu retten. Aber wir sehen halt auch hier, Genuine weiß, dass sie vorne sind. Und gucken, dass sie halt auch hier einfach reinpushen, während die anderen noch nicht bei der Base sind. Nah dran, aber es ist halt noch nicht bei den Rex. Und so entscheidet sich, okay, es geht direkt auf die Rex. Hat jetzt auch BOTs. Und mal schauen, ob sie hier rechtzeitig da sind, denn Dauer ist halt auch schon wieder down. Die ersten Rex sind jetzt down, aber es hilft halt nichts. Wir hätten einfach outgepusht. Legion Commander hat den Ogre schon gekillt, bevor es ist. Schöne Dreamcall auf 3, aber es hilft ja nichts. Alle BKBs gehen an, flackern. Wird gleich benutzt, aber das BKB ist halt dann down. Flagcan macht den Damage. Mit dem Satanic kriegt auch definitiv das wieder rein. Holt die ganzen Leute down. Aber Double Kill Beyond Godlike. Es hilft aber nichts. Wir werden outgesplit pushed. Und das wird jetzt sehr, sehr schwierig, überhaupt noch aus der Base rauszukommen. Wir haben jetzt versucht, das in zu machen, aber es hat nicht gereicht. Der Damage war einfach nicht so groß wie von einem Magnus, von einem Prophet und von einer LC. Und die LC hat dann auch einfach mal 300 Base Damage. Mit 300 Damage jetzt hier. Mit einer AC, die natürlich auch ganz gut gegen Buildings ist. Aber in der Mitte noch ein bisschen Engage. Würde ich vielleicht mal den Gyrocopter so sneaken? Aber es ist halt nur Scareth Mage mit einer Invisoren. Wir sehen jetzt hier eventuell, dass er alleine ist, aber okay. Ja, auf dem Weg zum Rapier. Ist auf dem Weg. Muss halt, ne? Ja, das ist die Frage. Also er braucht halt die nächste Aegis eigentlich. Die dauert aber noch. Mal über 3 Minuten. Das wird halt die Frage sein. Wird ja auf jeden Fall sehr knapp. Oder halt auch einfach sehr entscheidend. Der nächste Teamfight entscheidet sehr, sehr viel. Ich meine, Buybacks sind natürlich da. Sowohl vom Gyrocopter als auch von den Cores auf der Seite von TT. Frage ist halt nur, wie der nächste Teamfight ausgehen wird und wo vor allem der nächste Teamfight stattfinden wird. Wichtig ist halt hier, der Tower steht noch, somit werden das die Mega-Creeps erstmal nicht so schnell passieren. Aber kann auch sehr schnell in ein direktes Space Race gehen. Wie wir gesehen haben, Tower Damage ist definitiv auf selbst von TT weiter vorhanden. Und wenn sie da halt einfach für den Thron gehen, dann ist das halt auch so eine Sache. Dann lass mal eine LDD-Rune. So, Smoke auf der Seite von Genuine. Na, anscheinend nicht. Observer Ward ist ein interessanter Observer Ward. Na gut. Smoke und mal schauen, wo sie hinwollen. Lugraf scheint hier die bessere Übersicht zu haben. Und sie finden eben den Magnus, der dementsprechend relativ tot ist. Weiß, ob es uns Smoke dafür gelohnt hat. Im Endeffekt natürlich schon. Aber ja, LC oder Nature's Prophet wäre natürlich mehr wert gewesen. Rubik scheint auf den Blinkdagger zu gehen. Scareth Mage hat erstmal Auren-Items gekauft. Wird noch ein bisschen dauern, bis zum Arganems oder so irgendwas. Wenn er denn auf Arganems gehen will. Oh, aber die LC. Okay. Hat's gemerkt, dass sie da vielleicht kurz gesehen wurde. Und jetzt geht's ins Forcen.
Der Fight beginnt da. Nicht, dass wir mussten Buyback machen. Ich bin gestorben. Komisch. Das ist gerade so. Und jetzt, Hook in, haben die SC gefunden. Das ist bitter. Und zwar ohne BKB. Hatten Buyback, ja. Und jetzt ist es halt die Sache. Jetzt wird wahrscheinlich gefightet. Jetzt wird im nächsten Spiel gefightet. Prophet ist drin. Und versucht das Ding zu retten. Aber da sollten sie jetzt nicht betten. Das ist jetzt die Chance. 3. Sie müssen aber jetzt unbedingt rein und müssen halt unbedingt schneller sein als der Prophet. So. Tower ist down. Rex werden hier auch sehr schnell da sein. Rapier ist da. Und Prophet geht zu langsam, würde ich sagen. Das könnte hier könnten hier Genuine holen. Gehen tatsächlich auf Rex hier. Ich glaube mal eher, dass sie vielleicht auf den Thron gehen sollten. Allerdings 10 Sekunden. Müssen sie auf den Thron gehen. Wenn doch hier gerade. Weiß nicht, ob da noch ein Weg zurück ist. Und tatsächlich geht der Weg zurück. Sehen die den Prophet nicht, der da irgendwie in ihrer Base ist? Ja, okay, das war vielleicht ein bisschen TA3. Tja, 2 Rex für 1,5 Tower. Bietet sich auf jeden Fall ein All-In an. Was sich halt viel mehr anbietet, ist nämlich das Prophet, der down ist. 18 Sekunden ohne Buyback. Und das scheint auf jeden Fall hier für Genuine der Q zu sein. Okay, Buyback und ab dafür. Und Jericho ist jetzt full slotted. LeBron ist hier wieder gehext. Das wird böse. Muss BKB machen. Aber will es nicht. Und scheint auch so okay zu sein. Ja, nicht ganz. Hook schaut rein. Finden hier die LC. Das könnte der Fight sein, der erst endlich entscheidend. SC macht BKB an, versucht zu fighten, aber es ist ein Gyrocopter mit einem Rapier und der macht Damage ohne Ende. Und Pock findet die LC. LC down, 100 Sekunden. Buyback ist nicht vorhanden. Ja, ich glaube, das müssen sie retten. Ansonsten ist das Spiel jetzt hier für TT vorbei. Aber wie sollen wir das tun? Besonders wenn sie jetzt hier farmen. Okay, ein Fight ist noch drin. Mega Creeps sollten es hier für Genuine jetzt werden. Tja. Sieht nicht gut aus. Finden jetzt hier den Ogre Magi. Relativ einfacher Kill. Ist auch nur ein Kill ohne Buyback. Aber einen Gyrocopter müssen sie irgendwie down bekommen. Und das. Wüsste ich nicht wie, außer mit einem Prophet, der jetzt dann endlich das gemacht hat, was er sollte. Aber zu spät. Bin ich jetzt in den Clockwork, könnt ihr ihn eventuell aus Down bekommen. Auf der anderen Seite haben wir den Gyrocopter, der BKB anmachen mussten, aber jetzt gekitet wird. Pack ist down. Engine ist down, aber Prophet muss sich zurückziehen. Dafür haben wir einen Gyrocopter, der halt auch alleine zurück muss. Somit Mega Creeps gegen einen offenen Thron. Das wird spannend. 47 Sekunden drin. Jetzt zählt prinzipiell nur die Strategie. Und Buybacks in dem Sinne. Und dieser große Typ hier. Der wahrscheinlich jetzt so das Ziel der beiden Parteien sein wird. 60 Sekunden tot. In der Zeit könnten sie auch schon machen. Weiß nicht, was er hier für eigentlich weglegen will. Er hat jetzt gerade das Manta neu gebaut. Wird wahrscheinlich das Manta dann weglegen. Sollten aber definitiv jetzt hier zu Roshan gehen. Ich weiß nicht, was sie sonst halt so tun sollten. Sehen ein paar IOTs. Magnus hat sie, Legion Commander hat sie. Prophet sowieso, von daher scheint das hier gleich ein Base Race zu werden. Haben hier die Ward, die gesehen hat, dass das jetzt hier reingegangen wird. Das könnte eventuell die Q sein, in die Base zu tippen. Mal schauen, ob jetzt hier verteidigt wird und All-In gemacht wird oder nicht. Scheint nicht der Fall zu sein. Wir hätten es machen können und Smoke und ab dafür. Kommen wahrscheinlich relativ gut zu Roshan Faming, aber sind zu zweit. Und das ist halt die Frage. Wie geht rein und... Oh, sind gerade rausgegangen. Ah nein, es ist nur auf einen, das ist halt bitter. Und jetzt finden sie aber so, aber der könnte down gehen hier. Aber es ist einiges Damage. Winner, Winner, Winner. Oh, Satanic an. Und GG. Ja.
definitiv GG. Das war der Fight. Und da haben sie jetzt nichts mehr. Profit war halt auch down. Und ein. Sehr, sehr knapp. Aber dann im Endeffekt hat es knapp nicht gereicht, um den Gyrocopter down zu bekommen. Der hat das Satanic angemacht und dann war es in dem Sinne vorbei. Außerdem hätte der Buyback gehabt. Dann wäre es trotzdem so, dass die LC down wäre. Buyback und ab durch die Mitte. Gyrocopter von Zoo 1904 mit knapp 500 Last Hits. MVP hat sein Team durchgebracht, hat überragend mehr Net Worth wie der Rest. Und ja, auf seinem Rücken haben sie es gemacht. Nature's Profit hat sich nicht wirklich gelohnt. Hat hauptsächlich Gyrocopter gefeedet, weil es nicht unbedingt das Schuld von Chu. War halt kein tolles Game dafür mit Clockwork, mit Ogre Magi, mit einem Jakiro Damage und einem Gyrocopter im Endeffekt. Aber halt auch Pack. Hat die Legion Commander sehr oft zu spüren bekommen. Was ein fulminantes Game 1. Jetzt kommt Game 2. Und mal schauen, ob das genauso fulminant wird oder... Ja, was sich da so ergeben wird. Ich bin gespannt. Und bin Sister und Daughter. Und das ist die ESL Think Fast Razor League. Und... Hoffe, stay tuned auf Game 2.